So bewegte sich der Zug zunächst ohne klares Endziel, singend von dem Bürgerbräukeller über die Ludwigsbrücke, das Tal, den Marienplatz, immer von großen Menschenmengen begrüßt. Wohin wollte er? Er bog in die Weinstraße ein. Da wir erkannten, dass vor uns der Odeonsplatz abgesperrt war, gingen wir durch die Perusastraße in die Residenzstraße in Richtung Odeonsplatz um. Das wurde für mich zu einer Art Ziel, zum Wehrkreiskommando zu gelangen, uns dort mit unseren völkischen Freunden zu vereinigen, dann den Zug fortzusetzen oder zu neuen Entschließungen zu kommen, die unserer würdig waren. In der Residenzstraße sahen wir einen Posten diesseits der Feldherrenhalle stehen und weit hinter ihm auf dem Odeonsplatz ein Panzerauto. Der Posten wich aus, wie vorher der Posten an der Ludwigsbrücke. Nun zeigten sich plötzlich auf der Feldherrenhalle Mannschaften der Landespolizei. Andere stürzten quer über die Straße und sperrten sie zwischen Feldherrenhalle und Residenz. Ich hörte noch den Ruf aus dem Zuge: »Ihr werdet doch nicht auf Ludendorff schießen!« Gleichzeitig aber eröffnete die Landespolizei ohne jede Warnung das Feuer auf den Zug. Unter ihm stürzten Tote und Verwundete. Nach den Aussagen von Adolf Hitler wurde er durch den fallenden Schäubner Richter mit zu Boden gerissen. Der Zug warf sich hin. Ich selbst durchschritt die Feuerlinie, bald gefolgt von Hauptmann Streck. Alles währte nur, wenn auch lange, Augenblicke. Von unserer Seite ist nicht geschossen worden. Mir wurde ja auch gesagt, in dem Sankt-Annen-Kloster, dass die Gewehre der vordersten Teile des völkischen Zuges bewahrte, wären die Schlösser unbrauchbar gemacht worden. Auch hätten die Geschosse an mir von rückwärts her vorbeipfeifen müssen. Oberstleutnant Kriebel gibt nachfolgende Schilderungen seiner Erlebnisse. Ich weiß nicht, wer Gewehre getragen hat. In der vordersten Reihe waren unbewaffnete Führer, teils in Zivil, teils in Uniform. Ludendorff trug wie Hitler Zivil. Ich war erschüttert von dem Bilde, das ich nun sah, und bekam instinktiv den Eindruck, es sei nicht praktisch, da stehen zu bleiben. Hinter mir standen unsere Leute, vor mir schießt die Landespolizei. Wenn es zu einer Schießerei kommt, bin ich mittendrin. Ich stellte mich deshalb an die Stirnseite der Feldherrenhalle. Ob nun von unseren Leuten geschossen wurde, weiß ich nicht. Dass wir nicht schießen wollten, ist auch klar. Denn wenn wir den Kampf gegen die Reichswehr eröffnen wollten, dann wären wir in anderer Formation marschiert. Sie können uns alten Soldaten wohl zutrauen, dass wir nicht in solcher Formation und mit ungeladenem Gewehr marschiert wären. Es wird mir wohl von allen Anwesenden nachempfunden werden, welche Gefühle mich damals beseelt haben. Ich sah da einen Herrn in dunkelbraunen Überzieher liegen und dachte, es sei Ludendorff. Das hat sich glücklicherweise nicht bestätigt. Aber zu meinem großen Leidwesen war es Oberlandesgerichtsrat von der Pforten. Ich sah unter den Toten Dr. Schäubner Richter und eine Menge junger Leute, die beiden Fahnen, die vorausgetragen worden waren, bedeckten zwei tote Gestalten. Ich war inzwischen an dem Panzerauto vorbeigegangen, das nicht schoss, und ging quer über den menschenleeren Odeonsplatz. An der Brienner Straße wurde ich und Hauptmann Streck von einem Posten der Landespolizei angehalten. Ich gab meinen Namen an und wurde gebeten, mich auf die Wache in der Residenz zu begeben. Ich ging dorthin und sah nun auf der Straße zwischen Residenz und Feldherrenhalle Tote und Verwundete in ihrem Blute liegen. Wie wird der römischgläubige Tilly, der Zerstörer Magdeburgs, einer der beiden Feldherren der Feldherrenhalle, sich über das Blutbad an dem völkischen Deutschen gefreut haben? Mir wurde keine Zeit gelassen, mich um die Toten und Verwundeten zu bekümmern. Möglich, dass auch andere Deutsche sich bereits dieser ernsten Aufgabe unterzogen. Im Übrigen war die Straße leer. Auf der Wache in der Residenz bestand ich darauf, mit den vielen anderen Deutschen, die festgenommen waren, den Wachraum zu teilen, auch mit ihnen abbefördert zu werden, falls eine Abbeförderung dieser Deutschen in Frage käme. Ich wurde noch gebeten, die Weisung an die völkischen Deutschen im Wehrkreiskommando zu geben, dass sie einen Widerstand nicht leisten möchten. Das tat ich gern. In der Stadt herrschte eine ungeheure Empörung über das Blutbad. Man wähnte auch, ich wäre unter den Erschossenen. Oberlandgerichtsrat von der Pforten
und ich waren verwechselt worden. Zur Beruhigung der aufgeregten Bevölkerung wurde ich gebeten, eine Abordnung zu empfangen, die sich überzeugen sollte, dass ich lebte. Ich tat dies, aber sprach erregt schwere Anklagen gegen Regierung und Polizei aus. Stundenlang war ich in dem Wachraum. Dankbar muss ich hierbei des Wirkens der beiden Oberstleutnants Hoffmann, Ingolstadt, und Haselmeier vom Wehrkreiskommando gedenken. Endlich erschienen die Vertreter der Staatsanwaltschaft, die dann später auch im völkischen Prozess als Ankläger auftraten, die Herren Stenglein und Erhard. Ihr Auftreten war sachlich und geziemend. Wiederum stundenlang dauerte die Vernehmung. Endlich war sie beendet, es war dunkel geworden. Ich wurde gegen die ehrenwörtliche Verpflichtung entlassen, das Weichbild der Stadt München nicht zu verlassen und mich nicht an irgendeinem Unternehmen gegen die bayerische Regierung zu beteiligen. Ein völkischer Deutscher fuhr mich in seinem Auto nach Hause. Ich hörte von dem Tode meines Dieners Kurt Neubauer. Ich war nicht überrascht, ich hatte ihn kurz vor dem Feuerüberfall links neben mir gesehen. Seelisch erschüttert und tief erschöpft suchte ich Ruhe. Was nun? Schon am 10.11. erhielt ich zahlreiche Besuche. Wer unter den Toten und Verwundeten war, habe ich erst allmählich erfahren, ebenso den Verbleib der völkischen Führer. Ein mir bekannter Seeoffizier teilte mir mit, dass vielleicht doch noch eine Aussöhnung der völkischen Kampfverbände mit dem Kronprinzen Ruprecht und Herrn von Kahr möglich sei. Er dachte wohl, dass die von diesen für den 12. geplant gewesene Unternehmung nun doch noch, und zwar unter Teilnahme der völkischen Kampfverbände, durchgeführt werden könne. Ohne sie wäre das in der Tat undenkbar gewesen, denn das Blutbad an der Feldherrnhalle hatte den Ruf Bayerns und Münchens als nationale Ordnungszelle und Hort völkischen Wollens gründlich zerstört. Ein Norddeutscher in der Umgebung des Kronprinzen Ruprecht hatte tatsächlich darauf hingewirkt, dass dieser die Kampfverbände nun doch noch in sein Unternehmen eingliedern wollte und, allerdings ohne Rom zu kennen, einen entsprechenden Aufruf des Kronprinzen vorbereitet, der am 11. verbreitet werden sollte. Dieser Aufruf ist später veröffentlicht worden, allerdings ohne den entscheidenden Schlusssatz, dass der Kronprinz beabsichtige, vorläufig die Regierungsgewalt in Bayern zu übernehmen. Dieser Aufruf lautete ohne ihn: Bayern, am 5. Jahrestage der Revolution, die im Anschluss an einen unglücklichen Krieg Unheil über das deutsche Land gebracht und unser Volk in einem Zustand traurigster Hilflosigkeit versetzt hat, an eben dem Tage haben überstürzte Handlungen, deren vaterländische ideale Beweggründe ich keineswegs verkennen will, neues schweres Unheil gezeitigt. Ein klägliches Schauspiel vor der Welt. Bayern gegen Bayern, Deutsche gegen Deutsche, und das in einem Augenblicke, da furchtbarste Not alle Deutsche fester denn je zusammenschmieden muss. Und was mich mit besonderem Schmerze erfüllt, stehen nicht sie gegeneinander, die alle das gleiche hohe heilige Ziel erstreben? Nur die Wege, auf denen sie ihre Ideale zu erreichen hoffen, sind verschieden. Darum die Waffen nieder, Geduld. Können denn die Folgen eines unglücklichen vierjährigen Krieges gegen eine Welt von Feinden, können die Trümmer einer fünfjährigen Revolutionsperiode in einem Augenblick mit dem einzigen verzweifelten Anlaufe beseitigt und aufgeräumt werden? Reicht euch über trennende Meinungsverschiedenheiten, über Irrtum und Schuld, über Verwirrung und anklagendes Blut hinüber von Neuem die Hand? Steht wie ehedem in fester Manneszucht zusammen, die unser Ruhm und die Wurzel unserer Kraft war und der Quell der Erneuerung und der staatlichen Wiedergeburt sein wird. Meinem Herzen, der ich durch eine fast tausendjährige Geschichte meines Hauses mit dem Bayerlande und dadurch mit den Geschicken Gesamtdeutschlands verbunden bin, stehen alle nahe, die guten deutschen Willens sind. Es ist der bittere Ernst der Stunde, der mich aus meiner Zurückhaltung herauszwingt. Ich wende mich an den gesunden Sinn des Volkes, das starke deutsche Bayern und das neu erstehende, friedlich, seiner Würde und seinen Aufgaben vollbewusste Deutschland. Sie gehören unzertrennlich zusammen. Ruprecht. Doch das Unternehmen, das Deutschland im weiteren Verlauf einen Kaiser aus dem Hause Wittelsbach geben sollte, war endgültig zerschlagen. So gründlich,
dass der Kronprinz, als er in München am 11.11. einfuhr, sehr kühl begrüßt, ja sein Vertreter von Herrn von Kahr kurz und bündig abgefertigt wurde. Rom hatte wieder seinen Pakt mit der Juden- und Freimaurerregierung in Berlin geschlossen. Waren auch die Beamten des römischen Papstes in Bayern für das Unternehmen, das mit dem 12. hätte beginnen und das Haus Wittelsbach nach Berlin führen sollen, gewesen, so doch nur, wenn das ohne die verruchten Völkischen, ohne Ludendorff und Adolf Hitler möglich gewesen wäre, was nun aber nach dem Blutbad vom 9.11. nicht mehr der Fall war. Der Hass der Römlinge gegen alles Völkische war größer als das Streben nach Verwirklichung herrschsüchtiger Wünsche. Ich weise wieder auf die Anlage 1 und den wilden Hass gegen alles Völkische eines hohen kirchlichen Würdenträgers in Bayern, das heißt der Beamtenschaft des römischen Papstes in München hin. Aus ihr ist auch zu entnehmen, was ein Erfolg des römischen Unternehmens für das deutsche Volk bedeutet hätte, nämlich Knechtung durch Rom. Gut, dass der Hass sich durchsetzte und Kronprinz Ruprecht seine Absicht aufgeben musste, das Unternehmen mit Hinzuziehung der völkischen Kampfverbände durchzuführen. Er war für Rom abgetan. Wenn bayerische Kreise auch weiterhin noch ähnliche Gedanken vertraten wie seinerzeit Herr von Kahr, so fehlte ihnen doch die Stütze der römischen Kirche Bayerns. Rom ging andere Wege in Durchsetzung seines Zieles, das es seit Jahrhunderten nicht aus dem Auge verliert, Wege, die früheren, wenn auch nur vorübergehend, völlig entgegengesetzt sein können. Die Rettung Deutschlands vor der Vorherrschaft Roms war der große Erfolg der Hitler-Unternehmung vom 8.11. abends und des Marsches durch die Stadt am 9.11.1923. Schleunigst rief auch die Berliner Regierung als Gegengewicht gegen Kronprinz Ruprecht den deutschen Kronprinzen aus Holland, wo er seit der Revolution weilte und sich aufhalten musste, nach Deutschland zurück. Infolge der Aussöhnung Münchens und Berlins hatte nun auch der Separatistenaufstand am Rhein nicht mehr den Rückhalt wie bisher. Die als Sieger hervorgegangene verfreimaurerte Berliner Regierung fand weitgehende Unterstützung Englands und dieses sorgte dafür, dass Belgien und Frankreich zurückhaltender wurden. Das also war eine fernere Folge des 8. und 9.11. Deutscher Lebenswille der Bevölkerung der Rheinprovinz und der Pfalz konnten nun allmählich Herr der Aufstandsbewegung werden, die immer wieder aufflackerte. Endlich aber, und das war zunächst für das verelendete deutsche Volk das Wesentliche, wurde die Einführung der Rentenmark beschleunigt. Die furchtbare Inflation hatte damit ihr Ende. Es ist mir erzählt worden, dass dieser Beschluss der Beschleunigung der Beendigung der Inflation am 9.11.1923 abends im Schlosse Schwanenwerder an der Havel bei Berlin, dem Juden Parvus Helfand gehörend, gefasst worden ist. Das waren die tatsächlichen Erfolge des 8. und 9.11.1923. Sie waren bedeutend. Die Sieger des 9.11.1923 hatten keinen Grund, sich ihres Sieges zu erfreuen. Immerhin errichteten sie an der Stelle des Blutbades ein Mahnmal. Wir kennen es auch als Platzgedenkstein. Zwischen zwei kubischen Würfeln, die in kabbalistischem Denken von Juden, Freimaurern und Christen die Yahweh-Herrschaft, das heißt Juden- und Priesterherrschaft darstellen, werden vier Stahlhelme, das Zeichen völkischen wehrhaften Lebenswillens, zerdrückt. Das kann in der Tat so lange geschehen, als wehrhafter Lebenswille sich dem Wahne hingibt, als Grundlage für sich den Glauben an Yahweh haben zu können. Der völkische Zug durch die Stadt, der das Hitler-Unternehmen mit so ernstem Ausgang abschloss, hat der Welt die Reinheit und Unerschrockenheit der völkischen Bewegung gezeigt. Sie erhielt so neue Kraft, die sie auch weiterhin zum Leben befähigte. Wie ich an der Feldherrenhalle weitergegangen war, so ging auch jetzt weiter mein Streben, die völkische Bewegung allen Vernichtungsversuchen überstaatlicher und staatlicher Feinde zum Trotz aus ernster Krise herauszuführen. Ich fühlte mich dazu umso mehr verpflichtet, als die meisten Führer der völkischen Bewegung hieran verhindert waren.
In Süddeutschland war ich fast der Einzige, der sich betätigen konnte. Die nachfolgenden Tage und Wochen und Monate bis zum Beginn des völkischen Prozesses in München am 26.02.1924 waren für mich reich an Zwischenfällen und reich an Arbeit, um die Zusammenhänge der römischen Verschwörung, wie ich sie in ihren Grundzügen bereits gab, aufzuklären und die völkische Bewegung meiner Ansicht gemäß weiterzutragen.